Was geht ab, Leute? Hier ist der Pyron LP. Ja, wie versprochen, kommen jetzt ganz langsam so 1, 2, 3, 4, 5 Guides. Und das wird mein erster Guide. Nein, ich möchte nicht mit dir in Party. Ja, der erste Guide. Wir machen einen Equip Guide. Mein Gott, Junge, Alter. Ich wechsle kurz den Channel, wenn ich meine Ruhe habe hier. Ja. Wir machen einen Equipment Guide. Einige von euch haben gefragt, wie das funktioniert mit dem ganzen Chipsets und wo bauen wir die ein und wie machen wir das, wo bekommen wir die Sachen her. Gibt es eine Möglichkeit, Cash-Sachen hier in-game zu bekommen, und darauf gehe ich jetzt ein bisschen weiter ein. So, zu der Sache mit der Cash-Klamotten. Beziehungsweise, wo bekommt man erstmal Klamotten her? Klamotten kriegt man entweder aus Digi-Eiern, die man scannt, das sind dann Superclass- oder High-Class-Eier. Die scannt ihr und dann habt ihr die Möglichkeit, Handschuhe, Brillen und also ein Kram zu bekommen. Oder ihr geht zu Sora's Mom. Die ist, warte, ich zeig's euch kurz. Auf der M seht ihr, wo bin ich gerade? Hier. Die gibt's in Yokohama Village hier, oder die gibt's in Yokohama Village East da, und die gibt's eigentlich überall, fast auf jeder Map gibt's eine Sora's Mom. So, hier könnt ihr erstmal solche Sachen kaufen. Oberteile, Hosen. Das ist jetzt nicht die Riesenauswahl. Es gibt verschiedene Farben und so weiter und so fort. Ja. Jetzt gibt's Folgendes dazu zu sagen. Es gibt für jedes Item, also für Oberteil, Hose, Handschuhe, Schuhe, Kopfbedeckung, Accessoire, was gibt's noch, und Ringe. Also kann ich euch kurz zeigen, es gibt Ringe. Die gibt's jetzt erst neu. Die kann man random droppen von irgendwelchen Viechern. Es gibt Three-Core-Ringe, es gibt Double-Core-Ringe. Die droppst du random, machst du Rechtsklick drauf und dann nochmal Rechtsklick, dann identifiziert er die Ringe und sagt dir dann, was für Stats. Meine hat jetzt zum Beispiel zweimal Max DS plus 300 irgendwas. Ich habe noch nichts Besseres gefunden. Es gibt auch welche mit Attack, Bla, Kicks. Und diese Sachen werden eurem Tamer dann zugerechnet, glaube ich. Oder eurem Digimon direkt. Ich weiß es gar nicht. 816 insgesamt. Keine Ahnung. Kann ich. Ja, werden eurem Digimon direkt zugerechnet. Also eurem Tamer nicht. Gut. Habe ich auch wieder was Neues gelernt. So, es gibt Mützen, gibt es auch, nur habe ich keine Ahnung woher. Es gibt, glaube ich, so Eventmützen. Manche haben so einen Hexenhut auf. Das soll es mal bei einem Event gegeben haben. Keine Ahnung, wo man jetzt welche herbekommt. Auf jeden Fall, Oberteile geben HP. Jeweils zwei Sets, zwei Chip-Sets können da rein. Das ist jetzt gerade ein Event-Item. In Hosen können Defense-Chip-Dinger rein. In Handschuhe können Attack-Dinger rein. In den Schuhen kommen MS, also Move-Speed-Dinger. Von denen gibt es aber keine guten. Ich glaube, das höchste, was ich gesehen habe, ist 4% im Moment. 3 oder 4%, und das ist so wenig, das interessiert keinen Schwanz, ganz ehrlich. Also auf Schuhe ist geschissen. Und in Dingens kommt DS rein, in Headphones oder Accessoires, so Brillen, Headphones, etc. Für den Anfang könnt ihr euch hier welche kaufen. HP-Attribut bis C-Rang. Die geben dann 80 HP dazu. Ne, beziehungsweise, lol, ihr könnt sogar bis D-Rang kaufen. Das sind die ich gerade drin habe, oder? 176? Ja, 176. Also ihr könnt sogar bis D-Rang kaufen, die kosten 4M. Wenn ihr die kauft, müsst ihr die bei einem Equipment-Merch identifizieren lassen. Das zeige ich euch gleich noch. Also, das könnt ihr alles bei Sora's Mom kaufen. Ja. Was gibt's noch zu sagen zu Equipment? Ah, genau. Hier seht ihr gerade, Apply ATT 115 Increase. Das heißt, 115% von dem Attribut, was ihr einfügt, sagen wir, ich habe in den Kopfhörern, was habe ich da drinne? Normalerweise 187. 115% davon sind 207 ungefähr. Müssen das sein, das weiß ich jetzt noch so aus dem Kopf.
Jedes Teil hat unterschiedlich. Also ihr kriegt zum Beispiel, wenn ihr jetzt keine Cash-Sachen habt, so wie die ich kaufe, hier jetzt bei Sorasman, in der Brille zum Beispiel sind es nur 100%. Also wenn ihr da 187 reintut, bekommt euer Thema auch nur 187 DS dazu. Genau, alles was in den Sachen eingelegt wird, bekommt euer Thema. Und das wird dann weitergeleitet durch diese Zahl auf euer Digimon. Diese Zahl bestimmt diesen prozentualen Anteil, den das Digimon bekommt. Also 60% von 122 Attack kriegt jetzt gerade mein Digimon. Das könnt ihr hier sehen. Wenn ihr über die AT-Anzahl geht, da habt ihr einmal die 96, das ist das Standarddingen vom Digimon. 148 ist durch die Chips, die ich gerade drin habe. Das ist das hier. Und 73 bekommt er durch den Thema. Wenn ihr es jetzt ausrechnet, 50% sind ungefähr 61. Und dann müssten 60%, das passt schon mit 73. So, fertig. Also 60% kriegt er jetzt von all den Stats, die ich insgesamt habe. 60% Attack, 60% von der Defense, 60% von der HP und 60% vom DS. So. Wie das hier steigt, kann ich euch auch sagen, haltet eure Digimon HP über 30% die ganze Zeit. Sobald die unter 30% sinkt, sinkt diese Zahl richtig stark. Und sie steigt nur bis zu einem bestimmten Satz. Also meine ist jetzt auf 60, weil ich hier dieses, was ist das? Das ist es, doch. Friendliness um 40 increase. Deswegen ist das jetzt gerade auf 60. Normalerweise ist, glaube ich, Minimum ist 20, wenn ihr jetzt kein neues Digimon habt, sondern schon ein höheres, so wie ich auf Mega-Level, dann ist das Minimum, was ihr haben könnt, 20. Und es erhöht sich nur bis maximal auf 35, ohne zusätzliche Sachen. Es gibt natürlich noch Kostüme, die das erhöhen und so weiter und so fort, aber das sind so Spielereien. Also es gibt, normalerweise, wenn ihr Kostüme habt, bis jetzt auf das Santa-Set, was mir nur 100% EXP gibt, kriegt ihr nochmal 20% Freundlichkeit dazu. Und ja, das wäre es dann auch schon. So, jetzt zeige ich euch kurz, wo ihr die Dinge einbaut und wie ihr das macht und wo ihr identifizieren könnt. Ihr geht dafür Yokohama Village, also das ist der einzige Ort, den ich kenne. Ihr geht dafür Yokohama Village East und dann geht ihr zum, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Equipment Merch heißt der. Aber keine Ahnung, wie der Typ heißt. Da ist er. Ah doch, Dorufin. Ich quatsch den an. Ah ne, erstmal ziehen wir die ganzen Sachen aus. So. Das ist abgelaufen. Ich hab gedacht, ich nehme das auf, weil das jetzt eh abgelaufen ist bei mir. Oh. Ne, die halten noch 7 Karte. Okay, mal doch richtig. So. Dann geht's auf. Hier könnt ihr. Ihr fügt das Attribut ein. Warte, ich mal kurz so ein Attribut kaufen. Ist ja jetzt nicht so. Wir holen uns mal so ein D. Nein. Wo habe ich kein Maximum können? DS habe ich Maximum. Das glaube ich. 187 ist Maximum. 88 habe ich Tech-Shift. Was habe ich denn da drin? 87 und 84. Okay. Und Defense 55, ich habe drin. 53, 54. Also können wir jetzt. Davon holen wir mal 10 Stück. Und davon können wir auch mal 10 Stück holen. So, dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert und nebenbei tue ich mir auch was Gutes. Ihr macht jetzt Rechtsklick drauf, Analyse. Das dauert ein bisschen, bla bla bla, dauert. Was kriegen wir raus? 83, scheiße. Es gibt auch höhere, aber die könnt ihr nur droppen. 72, ja, hammergeil. Hm. 86, schon besser. 88 wäre jetzt ein bisschen geiler. 74, fick dich. Komm schon, komm. Ich weiß, du willst es doch auch. Nein, das willst du nicht. Wir haben ja ein bisschen Kleingeld. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch ein bisschen Geld habe. 70. Auf jeden Fall, so macht ihr das mit den Attributen auch, die ihr findet. Es werden Attribute zum Beispiel in der Eurer-Finerie
Werden da auch Attribute gedroppt? 80 ist ja noch voll geil. Junge, ich will 88 haben. War doch der Fälschste, ne? Es gibt Gummi da. 76, oh mein Gott. Das werde ich, glaube ich, später noch offscreen machen. Und das einfach, weiß ich nicht, mir 100 Stück davon holen und warten, bis ich Maximum erreicht habe. Also 86, habe ich irgendwas mit 86 schon? Der 84er kann ich austauschen, das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier? 79. Leck mich einmal. Egal, können wir Defense jetzt machen. Ja, so funktioniert das Ganze. Wir haben 50. Nein, 50 ist zu schwach. Wir wollen mindestens ein Minimum an 55 haben. Wieder 50, ja. Hammergeil. macht es am Anfang nicht, weil ihr müsst, genau, ihr müsst dafür Tamer Level 41 sein. Da seht ihr Kind, Attribut, Items, Pants, also wo es reingehört. Dann Class ist normal Class, weil es halt mit dem weißen Rand ist. Es gibt noch blauen Rand und ich glaube lilanen Rand. Die haben halt höhere Sachen, höhere Chance auch Höheres zu bekommen und das Maximum ist, glaube ich, auch höher. So, und darunter steht dann Tamer Level 41. Und da steht dann, wenn ihr jetzt kein Tamer Level 41 seid, steht da, wo bei mir jetzt Confirmed Merge Possible steht, steht dann irgendwas anderes. Also ist eher unwichtig. Deswegen, ihr müsst erst Tamer Level 41 sein. Vorher braucht ihr euch gar nicht um diesen Scheiß zu kümmern, ganz ehrlich. Weil es alles einfach nur Verschwendung wäre von eurem Geld. Das Ganze könnt ihr gleichzeitig übernehmen in den Farm- bzw. wie spare ich Geld Guide. Wie komme ich gut an Geld? Nicht unnütz Geld für irgendeinen Scheiß ausgeben, so wie ich jetzt gerade. Bis jetzt haben ja meine Stats auch immer gehalten, aber so langsam will ich mal Max-Stats haben, glaube ich. In den Klamotten. Mittlerweile geht Attack hoch bis 120 oder so. Ich glaube, 120 müsste ein Maximum sein. Ich schon packen wir von den ganzen. Ey, boah, 47, ey. Also Max-Stats hier rauszuholen ist echt schon der Wahnsinn. Das wird euch einiges an Geld kosten. Aber ich weiß, dass man die Sachen auch einfach so droppen kann. Zum Beispiel aus den Maze-Eiern und sowas kriegt ihr die raus. Also habe ich nichts Gutes bis auf Dingens bekommen. 86, das war gut. Und der Rest ist einfach nur... Scheiße. Das könnte ich jetzt bestimmt noch ein paar Stunden machen, bis ich das Maximale rausholen würde. Auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, wie das Ganze mit dem Identifizieren funktioniert. So, und jetzt zeige ich euch das Ganze, wie das mit dem Merchen funktioniert. Ihr habt Equipment Merch, ihr geht drauf. Hier im Equipment Merch könnt ihr Sachen rausziehen, also aus euren Klamotten rausziehen und Sachen in neue Klamotten reinziehen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel 187, wir klicken da drauf. Und dann deactivate, kostet 6M pro Dingen, was drin ist. Also, dann ist das Ganze draußen. Macht ihr einfach Rechtsklick auf die neuen Headphones, Rechtsklick auf das, was ihr drin haben wollt, DS-Attribut, und dann kriegt ihr für 2M Merch. Bam, es ist drin. Und wenn wir jetzt Rechtsklick, achtet hier auf die DS, Rechtsklick, hat sich erhöht. Habt ihr nicht gesehen. Weil sich nichts erhöht hat, weil ich das Falsche angezogen habe. Hammergeil, Junge. Weil wir es hier reingebaut haben. So, jetzt hat sich das erhöht. Bam. Und ihr habt gesehen, auch beim Digimon geht's hoch, wegen diesen 60%. So. Und das Ganze mache ich jetzt mit meinen kompletten Klamotten. Wir haben da die Sachen drin, die abgelaufen sind. Deactivate. Machen Rechtsklick auf die neue Hose. Und Merch. Beziehungsweise ihr könnt auch beides gleichzeitig merchen. Ihr hättet das jetzt nicht einzeln machen müssen. So, jetzt habe ich hier meine Sachen drin. Nehme ich die hier wieder raus. Deactivate. Pack sie in die blauen Handschuhe rein. Das ist der 87er und der 86er. Und merch. Dam. Jetzt macht ihr rechts, klick hier rauf. Fertig. Sachen sind angezogen. Auf C könnt ihr jetzt sehen, welche Stats übernommen wurden. Die Defense ist hoch auf 74 durch meine Klamotten.
ihr müsst es verstehen, wir haben morgens 5 Uhr, ich habe die Nacht durchgemacht, ich bin halt noch ein bisschen müde und so. Deswegen laber ich auch so leise, aber das werde ich alles später erhöhen, einfach so in den Aufnahmen. So, der S ist erhöht, das ist erhöht und dadurch könnt ihr jetzt auch sehen, dass Digimon hat jetzt auch AT 242, 60% davon, Hälfte wären 121, 150 ungefähr. Und was kriegt der dazu? Dritter Platz 145, seht ihr? 60%. So. Deswegen lohnen sich die Sachen schon, aber wirklich nur auf Max-Stat und ab Thema Level 41, weil da die Stats hoch genug sind, damit sie wirklich, weil 60% von 10 Attack, das sind 6, da scheißt euer Digimon drauf, ganz ehrlich. Die 6 würdet ihr gar nicht mal spüren. Und den Scheiß können wir jetzt auch wegwerfen. So. Mit dem restlichen Zeug könnt ihr nichts anfangen, könnt ihr wegdonnern. Folgendes, so, ich habe euch jetzt zum Item-Level, habe ich euch was gesagt. Was wollte ich noch sagen? Genau, die Klamotten, die ihr kaufen könnt. Hier bei der Sorasmam könnt ihr noch andere Sachen kaufen, also mit anderer Durability. Die halten zum Beispiel einen Tag, kosten aber 120 M. Da bezahle ich lieber 240 und hab die für 7 Tage. Also die in Yokohama Village, da wo wir am Anfang waren, sind die Sachen, die halten alle für 7 Tage, sind ultra günstig. Diese hier, der hält zum Beispiel für einen Tag, kostet 200 M und wir bezahlen für 7 Tage normalerweise für ein Oberteil 340 M. Also da seht ihr schon mal den Vergleich. Oder wir bezahlen für 7 Tage 340 M, für 30 Tage kostet 1,3 T. Das ist natürlich dann auch wieder günstiger, weil 340 mal 4 sind 60 M sparen, scheiß ich drauf, und so weiter und so fort. Und hier gibt es Schuhe zu kaufen, Handschuhe, bla, Keks, genau, die Sachen, die ihr von Soras Mom kauft, die Cashshop Sachen, die haben alle, da seht ihr Apply Attribute, blablabla, ist erhöht auf, ist halt das, was übernommen wird von den Attributen, habe ich schon erklärt. Und EXP plus 10%. Also jedes Teil, was ihr hier kauft und euch reinzieht, beziehungsweise euch reinzieht, genau, das ist ja auch super, was ihr anzieht, bekommt 10% EXP dazu. Also ihr bekommt maximal 10, 20, Hose 30, Handschuhe 40 und Schuhe 50% EXP dazu. Habe ich es jetzt richtig? 10, 20... 30, 40, 50, jo. 50% EXP bekommt ihr durch die Sachen, die ihr alleine tragt schon. 50% EXP, das ist hammer nice. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr das nötige Kleingeld habt, das ist natürlich für Leute, die jetzt schon ein bisschen mehr Kohle haben, kauft euch die Sachen, die bringt's. Für Leute, die kein Geld haben, ihr braucht am Anfang keine Klamotten. Ich habe bis Tamer Level 50 oder so, habe ich keine Anziehsachen gehabt. Beziehungsweise halt, ich glaube, nur eine Brille mit DS drinne, weil das wirklich das Wichtigste ist. Weil ihr verbraucht viel zu viel DS und wenn ihr hier dann 187 oder was mehr habt, lohnt sich schon. Also, ja. So, das wär's auch schon, glaube ich. Wo könnt ihr die Sachen farmen? Also, ich gebe euch einen Tipp. Am besten, ihr geht eurer Fanari, also die ist hier hinten, das wisst ihr ja. Da kommt ihr, glaube ich, mit Tamer Level 20 oder so rein, oder nee, ich glaube Tamer Level 15 schon oder 12 oder so, und dann könnt ihr da bei den Viechern random droppen. Ich weiß, dass zum Beispiel die Neo Devimon, die müssten HP-Attribut droppen, soweit ich weiß, sogar die Lilanen, also eine Stufe vor meinen HP-Attribut C, aber in Lila. Falls ihr wissen wollt, wo. Oder Dark Tower Wasteland, da könnt ihr auch bei den Dark Wemon könnt ihr auch gut farmen. Oder Dark Darkmon, Dark irgendwas. Also diese ganzen Dark Viecher droppen auch ganz gut Sachen. So. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Und ich versuche mein Bestmöglichstes, euch zu helfen. Wenn euch dieses ganze System hier von wegen Guide und Helfen und Blarkeks gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Wenn Leute euch fragen wegen irgendwas, schickt denen einfach den Link, so erspart ihr euch das Ganze erklären und so weiter und so fort.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Mir hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. How to irgendwas. Ich bin Sir Pyronappy. Bis dahin, viel Spaß noch. Tschüssi.